Muss ich dazu noch was sagen? Mir fehlen fucking 0,3 Kilogramm. Ich glaube nicht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich hasse Angeln. Es ist offiziell bestätigt, mit meinem letzten Köder, den ich hatte, habe ich nicht die 109 Kilo geschafft und kann jetzt nochmal angeln. Leck mich, Heyday. Leck mich. Also so eine Wut, wie ich auf Angeln habe, das kann man gar nicht in Worte beschreiben. Das ist unglaublich. Und jetzt kriegen wir bestimmt so einen 5-Tonnen-Fisch. Ah, okay. Und 9 Fisch, wow. Was? Ein Bitterling. Was ist denn für ein Eslon? Ja, Hauptsache, macht die Kilo voll. Ja, hässliche Fisch. 0,3 Kilogramm. Naja. Okay. Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video nochmal. Wir werden hier kurz unsere Farm managen und über den Angelbereich ragen. Hab ich ja schon, aber naja, man kann da nie drüber genug ragen. Ich habe schon wieder die Webcam vergessen, scheiße. Die ist aber abgebaut jetzt gerade, Mist. Warum vergesse ich die immer mittlerweile? Und wir sind Zweiter nur, was? Ich hoffe mal, es ändert sich bis morgen noch, aber ich glaube nicht. Die waren so lange Erster. Platten der Erste. Ich hoffe mal, bis zum Derby-Rückblick ändert sich da noch was. Stopp! Pferd, bleib stehen. Bleib stehen, Pferd. Ah! 800 Punkte. Lauf macht noch eine Aufgabe. Hm? Die Apfelsaft gehabt? Okay. Ich musste keinen kicken, ne? Das ist jetzt hier, die Liste. Schon krass. Aber werden wir beim Derby-Rückblick nochmal drauf eingehen. Ich kann keine Aufgabe mehr machen, leider. Tja, da haben die uns wohl eiskalt abgeholzt. Ja, wir machen ja Weizenfarming und gehen dann gleich mal eben kurz in die Stadt. Bedienen alle Häuser und ja. Dieser scheiß Angelbereich. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass der irgendwie mit dem Update besser gemacht wird. Weil so ist der einfach. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so langweilig. Langatmig, eintönig. Vor allem, du kriegst ja auch noch nicht mal viel. Du kriegst immer ein Fischfilet, immer. Normal, wenn du so einen fetten Fisch hast, der 13 Kilo wiegt oder so, musst du doch noch mehr kriegen, als wenn du einen hast, der 1,8 Kilo wiegt. Da fehlt auch so ein bisschen die Logik im Angelbereich. Also irgendwie müssen die das mal verbessern. Und es gibt ja auch nie wirklich einen Trick. Es ist ja. Oh, fast hier 6 Diamanten geopfert. Es gibt ja auch. Also es gibt keinen Trick irgendwie. Es ist ja pures Glück, wie du angelst. Also du kannst das an dem Kreis erkennen. Und an der Bewegung ein bisschen. Aber. Das war's. Es kann auch mal sein, dass sich ein Zander anders bewegt als sonst. Das ist ein bisschen tricky. Also beim Event da habe ich ja die Tricks raus, wie man gute Fische angelt. Aber so wie man so ein. Wenn man normal ohne Event ist, das ist ja. Da gibt es ja gar keinen Trick, das ist ja einfach nur Luck. Weil da hast du bei verschiedenen Kreisen auch verschiedene Fische und ja, wenn das beim Angel-Event auch so wäre. Boah, wenn irgendwann mal so ein Update rauskommt und die das wegmachen und sonst nichts, glaube, dann werde ich gar nicht mehr angeln, dann werde ich den Angelbereich einfach ignorieren. Dann werde ich sagen, Heyday, Angelbereich, no way. Never. Never ever again. Lass mich hier Ruhe, Angelbereich. Du stinkst. Naja. So ist das mit dem Angelbereich. Wer den Angelbereich mag, der kann gerne mal Hashtag Angelbereich in den Chat schreiben. Und wer den Angelbereich hasst, der schreibt in den Chat. Der schreibt in den Chat. Hashtag Pech. Wenn mir nur 0,3 Kilogramm gefehlt haben. Das ist. Zum Weinen. Zum Weinen.
Ah, Mann! Auf der Dis. Oh. Sehr gut, Robin. Sehr gut. Bist fingerfertig? Das ist ja unglaublich. Kann keiner so gut umgehen mit der Maus wie du. Das Problem ist einfach, dass ich Hände immer anders groß habe. Also manchmal habe ich es Vollbild, manchmal habe ich es nicht Vollbild. Deswegen ist das dann immer so ein bisschen komisch. Speck kriege ich natürlich nicht. Im Moment sind echt gute Sachen im Buch. Ja, Honig warm. Aber ich bin einfach zu langsam. Ich gucke auch meistens nie ganz durch, weil ich, wenn ich was brauche, gucke ich dann mal eben. Guck dann gar nicht ganz durch. Sollte ich vielleicht mal ändern. Ich sollte mal so eine Shopping-Tour machen. Brauche erstmal Eier jetzt. Dankeschön. Ich möchte nämlich Maisbrot machen. 5 Stück und Kekse. Mache ich auch 2. Und Bananenbrot dann. Genau. Hier machen wir Fisch irgendwas. Schnitt Pommes. Und kein Brot mehr. Super. Grilltomaten. Davon habe ich letztens 40 Stück, glaube ich, gebraucht. Ich glaube, 36 beim Schiff und dann noch 4 in der Stadt. Wieso war das? Das war sogar im Stream mit den 36 Grilltomaten. War ziemlich lustig. Grilltomaten waren ja sowieso viel. Findet man nicht so oft im Shop in letzter Zeit. Muss ich sagen. Ist sehr zurückgegangen. Aber dafür hat Chili Popcorn wieder einen Boost bekommen. Was stark zurückgegangen ist, sind Eier. Also die findet man auch nicht mehr so easy, weil die auch so oft gekauft werden. Ich glaube, die werden auch nicht mehr so oft gefarmt. Ich weiß nicht warum, aber okay. Auch hier keine Eier mehr. Ich kann ja noch meine eigenen ernten. Ach, ja dann. Ich vergesse die immer, wenn ich die Tiere mache. Die Eier werden immer vergessen. Die Hühner meine ich. Ach, ich brauche Hühner. Ich brauche nur Eier, ich brauche keine Hühner. Der Lebensspruch. Nee, wie heißt das? Die Weisheit des Tages. Wir brauchen nur Eier, wir brauchen keine Hühner. Macht zwar null Sinn, aber egal. Ich brauche mehr Minenzeug. Beziehungsweise Erze. Erze ohne Ende. So, Dalle. Was haben wir hier noch? Hier könnte ich Zitronenkerze machen. Machen wir auch. Wenn man schon mal Bienenwachs hat, sollte man es auch ausnutzen. Auf zu Start. Immer noch keine Giraffe. Ich raste irgendwann aus. Ich kriege immer Puzzleteile, aber ich kriege das letzte Giraffenstück nicht. Das ist nicht ärgerlich. Wir sind aber fast Level 50 im Ruflevel. Was wäre wohl eher? Ruflevel 50 oder Level 150? Ich glaube Ruflevel 50. Pension waren sie wieder alle. Und die mit der komischen Nase, die hat Einreiseverbot. Was willst du hier? Spinnt doch, die Alte. Die wagt es einfach, in mein Territorium einzudringen. Dabei ist Hässlichkeit auf meiner Farm verboten. Hat sich einfach durchgeschleust, der hat bestimmt mit ihren Reizen gespielt und hat dann gesagt, ey, Security, ich hab das. Wenn du mich reinlässt, zeige ich dir das. Und dann machen wir das. Und Bums. Und das. Und dann wurde sie reingelassen und deswegen sitzt sie jetzt in der Pension drin. Jetzt musste ich sie aber bedienen, weil ich bin ja nicht unfreundlich. Wenn man schon so einen Einsatz bringt, nur um auf meine Farm, um nur in meine Stadt zu kommen, dann muss er auch belohnt werden. Robert. Ach, viele Pensionsviecher ich schon wieder hab.
Alle so weit unten. Haben wir eigentlich 35 Leute in der Stadt, ey? Mal habe ich immer wenig. Außer ich habe so eine Pensionskrankheit wie jetzt. Dann habe ich viele. Ah. Ja, wenn das so weit unten ist, dann sollte man es langsam machen. Sonst missklickt man noch öfters. Das ist echt so, ich habe eben die ganze Zeit im normalen Modus gespielt. Und dann habe ich auf für die Aufnahme auf Vollbild gestellt. Deswegen verklicke ich mich jetzt immer. Ist natürlich keine Ausrede oder so. Überhaupt nicht. Scheiße. Wenn ich jetzt einen wegschicke, dann könnte ich auch mal eben kurz. Nö. Ich habe aber immer nur noch Platz für 9 Leute. Ich brauche aber Platz für 10 Leute. Das heißt, einer von euch beiden muss noch die Stadt verlassen. Beide nicht. Okay. Dann hole ich mir halt nur 9. Noch mehr Pensionsleute. Yeah. Ach so, ja, stimmt. Muss ich 2 Lebensmittler zurücklassen. Auch gut. Flying Nilpferd und Elefanta. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, bespritze dich erstmal mit Dreck, du. Schmutziges Viech. Ja, okay. Hat mir nicht sehr viel gebracht, die Leute zu holen. Ich kann ja alle bedienen hier, was? Was? Ach, komm, der lasse ich drin, ey. 3 Brote, die haben wir doch irgendwann mal zusammen bestimmt. Irgendwann mal, in naher Zukunft. Was die Mittagspause sein wird. Oder abends, mal gucken. Ja, wie viele Punkte habe ich eigentlich gemacht? Bin ich Erster? Ja, cool. Okay, dann gehen wir noch eine Runde shoppen. Dann war es schon für den Part. Ich hab grad weggeklickt. Holzschindel. Geil. Da war ich aber schnell. Baumwolle. Oh, hätte ich den. Oh, okay, hab's nicht gekriegt. Ich wollte schon sagen, hätte ich den nicht weggeschickt, den einen Typen mit den 13 Baumwolle, aber dann. Okay, hätte ich den nicht weggeschickt. Ich habe jetzt schon wieder 10. Jetzt ist halt echt das Buch richtig geil. Man findet so geile Sachen. Also geht auf jeden Fall shoppen. Ich selber habe es nicht ausgenutzt. Bisher, weil ich eigentlich nicht so häufig in der Zeitung bin. Ich zock meistens und dann, ja, mache ich Weizenfarming. Shoppen tue ich nicht so oft. Werde ich aber jetzt mal erhöhen. Einmal warten wir noch ab, oder? Würde ich sagen. Würde ich sagen, und dann war es für den Part. Schaf. Hühner. Löschen. Nee, doch. Löschen. Richtig predicted. Yes. Ich muss auch mal langsam hier dekorieren. Ich bin schon am überlegen, was ich hierhin mache. Ich weiß es aber noch nicht. Ihr könnt ja mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ich hier machen soll. Ich weiß es echt noch nicht. Wird auf jeden Fall wieder teuer werden. Kann ich jetzt schon sagen. Dann waren das wieder mit den. Dann habe ich wieder keine 11 Millionen. Traurig. Thank you.
Briefkasten ist noch nicht so weit. Ist noch nicht erholt, der Sack. Oh, jetzt aber. Und 3, 2, 1. Schimmel. Zwei Nägel. Ah, da war noch Fischfilet. Hätte ich viel Fischfilets gegangen, ey. Ach, 10 sogar. Lol. Mist. Stell hier was rein? Bestimmt. Okay, hübsches Bild. Farm von Julia. Hübsche Julia. Naja. Dann hatten wir halt... Aber wir haben 10 Holzschnitte gekriegt. Immerhin etwas. Man muss mit das zufrieden sein, was man bekommen hat. Und nicht das nachtrauen, was man verloren hat. Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Montag noch. Haut rein. Ciao.